User, warum Fragezeichen hat mir einen tollen Vorschlag gemacht und zwar hat er mich gefragt, hey Tim, mach doch mal ein Video dazu, was du gerne früher in deinem Leben gewusst hättest und deswegen mache ich heute ein Video mit den Top 7 Dingen, die ich gerne früher gewusst hätte. Ich habe mir hier die Dinge aufgeschrieben, das heißt, wenn ich aufs Handy schaue, sei nicht irritiert. Und das Ganze ist nicht gerankt, aber ich werde gleich sagen, welche der Sachen, wo ich denke, ey, das hätte ich wirklich, wirklich gerne früher gewusst und wo ich mir denke, okay, ist in Ordnung. Aber das sind so die Top 7 Sachen, die mir eingefallen sind. Das erste ist auf jeden Fall die Wichtigkeit von gesunder Ernährung. Das fällt natürlich nicht ganz in meinen kompletten Handlungsbereich, weil damals, gut, habe ich mich so erinnert, was meine Mutter halt gekocht hat. Leider hat die nicht so viel gewusst über gesunde Ernährung und deswegen habe ich mich bis zu meinem 20. Lebensjahr eigentlich ziemlich schlecht ernährt. Es gab aber Capri-Sonne, also so ganz viel Zuckerkram, ganz viel Fertigkram, irgendwelche Fertig-Nuggets und so. Oder ich erinnere mich daran, ich habe oft weiße Nudeln mit Ketchup gegessen. Das würde ich heute, also ich esse heute weder weiße Nudeln noch esse ich Ketchup. Also klar, manchmal, wenn ich jetzt einen Burger esse oder so ab und zu, klar, aber das wäre eine Kombination, die ich so nie wieder essen würde. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, wie wichtig es ist, sich gut zu ernähren, um sich einfach auch gut zu fühlen. Und das ist ein großer Bereich in meinem Leben, auf den ich achte. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich dieses Wissen über gute Ernährung und vor allem dieses Körperwissen im Sinne von, wie sich das anfühlt, wenn man sich geil ernährt, dass ich das früher gehabt hätte. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, einer der Dinge, die ich auf jeden Fall gerne früher gewusst hätte. Am besten schon als kleines Kind, aber das ist dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen viel verlangt. Aber das hätte ich sehr gerne früher gewusst. Die zweite Sache ist es, und das ist so elementar, und ich habe immer noch heute damit auch zu kämpfen, wie glaube ich jeder, wie wichtig es ist, Dinge zu tun, bei denen man Widerstand spürt. Thema Komfortzone. Also, wenn man aufwächst, und ich bin halt bei einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen, was dann zur Folge hatte, dass, also Mütter sind halt eher so, ich sag mal, beschützend und Väter sind eher so, die setzen sich dann auch mal unangenehmen Situationen aktiv aus. So würde ich es auch machen mit meinem Sohn, mit meinem Kind, dass ich ihn wirklich unangenehmen Situationen auch mal aussetze oder ihn mitnehme in Herausforderungssituationen. Diesen Teil hatte ich halt nicht so sehr in meinem Leben und deswegen war sehr viel, ich war sehr behütet, also nicht überbehütet, aber doch eher behütet, sage ich mal. Und deswegen war so dieses Herausforderungsding nie so ein Teil meines Lebens. Und das war halt so eine Sache, die ich mir mit den Jahren selbst erarbeitet habe. Und wie gesagt, es ist immer noch eine Herausforderung, aber das bleibt es ja auch immer, deswegen heißt es ja Herausforderung. Aber es macht einfach so einen riesen Unterschied in dem, wie glücklich und zufrieden du mit deinem Leben und deinen Lebenssituationen bist, ob du regelmäßig dich Herausforderungen stellst, ob du regelmäßig deine Komfortzone verlässt, ob du regelmäßig über Widerstände, über eigene innere Widerstände hinausgehst, das macht einen riesen Unterschied darin, wie gut du dich mit dir selbst fühlst. Und die Leute, die immer nur den einfachen Weg gehen, irgendwann fühlt man sich halt einfach scheiße und merkt halt auch, okay, ich könnte auch gar nichts mehr packen, weil ich so oft aufgegeben habe, weil ich so oft die Angst habe siegen lassen über den Mut, über die Fähigkeit, Dinge zu tun. So bildet man übrigens auch Selbstvertrauen, indem man Dinge macht und dann merkt, oh, ich kann das ja schaffen. Ich mache das ja wirklich, wenn ich mir das vornehme. Ich kann mir selbst vertrauen. Ja, das ist ja das Wort, das sagt es ja schon. Und das ist auf jeden Fall eine von den Sachen, die ich sehr gerne sehr viel früher mitbekommen hätte oder gewusst hätte. Leider nicht, aber habe ich dann ja selbst nachgeholt und ist auch immer noch in dem Prozess. Und viele Männer, die zu mir kommen, haben das gleiche Problem, dass sie einfach nicht in der Lage sind, auch mal durch negative Emotionen zu gehen, auch mal durch Widerstände zu gehen. Und deswegen läuft es auch nicht so gut bei den Frauen, weil ein Mann, der nicht in der Lage ist, auch durch Widerstände zu gehen, ein Mann, der von seinen Ängsten beherrscht ist, das haben wir in den letzten Videos schon viel besprochen, ist einfach nicht besonders anziehend für Frauen. Dritte Sache ist, ich hätte mir früher gewünscht, dass ich weiß, wie man richtig mit Emotionen umgeht. Ich habe die Tage im Video dazu gemacht, habe es dir mal nochmal, erster Link in der Beschreibung, verlinkt. Wenn du das nicht gesehen hast, schau es unbedingt. Richtiger Umgang mit Emotionen ist so wichtig. Ich habe das leider so falsch gemacht und das hat mich auch Dinge gekostet. Und das wäre eine Sache, die ich gerne viel früher gewusst hätte. Und ich habe das Gefühl, so fast keine Person weiß oder kann wirklich gut mit seinen Emotionen umgehen. Deswegen lernen wir es halt auch kaum. Ich hatte jetzt niemanden in meiner Kindheit, der mir das besonders gut hätte beibringen können. Und von daher, das hätte ich sehr gerne viel früher gewusst, denn dann wäre ich von der emotionalen Reife her jetzt bereits auf einem anderen Punkt. Und ich glaube, dann wären einige Dinge in meinem Leben wahrscheinlich auch ein bisschen positiver verlaufen. Die vierte Sache ist, all mein Frauenwissen, was ich jetzt habe und diese Lockerheit, die ich jetzt habe gegenüber Frauen. Also ich hätte mir früher immer sehr viel Stress gemacht, was dieses ganze Frauenthema anbelangt hat. Auch dieses, oh, ich will unbedingt eine Freundin, dann habe ich immer abends rumgelegen und habe mir vorgestellt, wie es ist, eine Freundin zu sein, also mit 13, 14.
Und ich hätte mir gewünscht, da viel mehr Entspanntheit zu haben und vor allem auch viel mehr Wissen, so im Sinne von der nette Typ zu sein, der der Frau nicht sagt, was er wirklich will. Das ist voll attraktiv. So, das war mein Denkprozess damals. Also ich war einfach mega von Angst beherrscht und mit meinem heutigen Wissen hätte ich wahrscheinlich, wäre ich viel früher in diesen gesamten Prozess eingestiegen, in diesen Frauen kennenlernen, Erfolg mit Frauen haben Prozess, hätte auch sicherlich früher angefangen, Frauen auch kennenzulernen im Alltag, wobei ich damals durch meine Stadt so ein bisschen begrenzt war. Ich habe tatsächlich angefangen, als ich nach Hannover gekommen bin mit seinen 500.000 Einwohnern. Bei mir in Melle sind es 44.000, das ist ein bisschen wenig, aber ich hätte mit all diesen Sachen wahrscheinlich früher angefangen und hätte es vor allem anders gemacht. Deswegen hätte ich gerne diese Lockerheit und mein Frauenwissen früher gehabt. Das ist eigentlich so eine Sache, die würde ich zum Beispiel unter das Gesundheitsding stellen und auch unter dieses, wie wichtig es ist, Widerstand, also diese Widerstandssache, Punkt 2. Ich würde sie auch unter Punkt 3 stellen. Ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich die unwichtigste Sache auf meiner Liste, weil es sich für mich am Ende des Tages doch relativ gut ausgespielt hat. Also am Ende des Tages hat das alles relativ gut funktioniert mit den Frauen. Die fünfte Sache, und das ist auch eine Riesensache, ist, dass ich gerne früher gewusst hätte, dass das Geschäft der Zukunft im Internet stattfindet. Das ist so eine Riesensache, ja, wie wenn du mich kennst, weißt du, bei mir läuft viel über das Internet, ja. Du kennst, ich habe Bücher, ich habe Online-Produkte, habe natürlich die Coachings und hätte ich angenommen, ich hätte, ja, sagen wir mal 2005 oder sagen wir auch 2010 kontinuierlich schon angefangen, Videos zu machen, Blogartikel zu machen, Bücher zu machen und so weiter, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt an einem Punkt, wo ich eine gigantische Community hätte von Leuten, die ich begleiten kann. Also ich wäre viel, viel größer, würde damit auch viel mehr Geld verdienen und wäre wahrscheinlich der Top-Experte im deutschen Markt für das Thema Flirten. So, jetzt bin ich halt einer der Top-Experten, aber dann wäre ich halt der Top-Experte, so Number One. Und von daher, das hätte ich gerne viel früher gewusst, denn dann hätte ich da mehr Ressourcen rein investiert. Und wäre jetzt an einem krass anderen Punkt mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Business. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gerne früher gewusst hätte. Ist das so, wie jetzt, wenn du sagen würdest, so, ja, ich hätte gern früher gewusst, dass der Bitcoin irgendwann mal so hochsteigt, als er noch 10 Cent das Stück gekostet hat, um ihn dann bei 12 Euro, nee, 12.000 zu verkaufen. Klar, das hätte ich natürlich auch gerne früher gewusst. Aber das hätte ich gerne früher gewusst, wie krass es mit dem Internet wird und wie krass auch das Internet Offline-Geschäfte ablöst und dann hätte ich da viel früher Ressourcen rein investiert auf jeden Fall. Statt mich mit Sachen wie, oh, was studierst du denn jetzt, um so einen Kram auseinanderzusetzen, hätte ich das viel früher gemacht und wäre jetzt an einem anderen Punkt. Die sechste Sache ist, dass es niemanden da draußen gibt, der dir den Plan mitgeben kann für dein Leben, denn den musst du selbst finden. Ich hätte das gerne noch ein bisschen früher gewusst. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon relativ früh erkannt und bin da auch relativ früh schon hinterhergegangen. Aber ich wünschte, ich hätte es noch ein bisschen früher gewusst, denn dann hätte ich schon mehr Dinge in die eigene Hand nehmen können in einem früheren Alter und wäre jetzt bereits an einem anderen Punkt. Das ist halt eine super wichtige Sache. Also man denkt halt, während man bei seinen Eltern wohnt, ja, die Eltern wissen das schon, die haben den Plan für dich. Oder dann gehst du zur Schule und denkst, ja, die Lehrer haben den Plan für dich. Danach gehst du zum Studium, da, ja, die haben schon den Plan für dich. Und dann gehst du in deinen Job, ja, der hat schon den Plan für mich, der Boss. Aber es gibt niemanden, der den Plan für dich hat und sein Leben lang einfach nur den Plan von anderen Leuten nachzuleben, kann halt auch sehr nach hinten losgehen. Muss es nicht unbedingt, tut es aber oft, dass die Leute merken irgendwann, okay, ich bin nicht so ganz zufrieden, was natürlich daran liegt, wenn du nicht das machst, was du im Leben machen möchtest, sondern immer den Plänen von anderen Leuten folgst, dann ist natürlich klar, dass diese Pläne nicht unbedingt zu dir passen können. Ne? Nicht jeder Plan passt zu jedem. Aber du gehst dann halt die Pläne von anderen Leuten immer mit und dann kann es halt sein, dass du merkst, oh, okay, war jetzt gar nicht die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Von daher, wie gesagt, ich habe das schon sehr früh gewusst. Das ist auch sehr geil. Ich habe schon sehr früh Sachen in Frage gestellt. Ja, meine Mama hat manchmal gesagt so, ja, so ist das halt mit dem Arbeitsmarkt. Ja, so muss das einfach sein. Man ist einfach angestellt. Ich habe das einmal in Frage gestellt. Das kann doch nicht sein. So, das kann doch nicht die Antwort sein. Da muss es doch noch andere Wege geben. Und jetzt sitze ich hier heute in meiner Selbstständigkeit und habe diesen anderen Weg gefunden. Von daher hat das gut funktioniert für mich. Hätte es aber trotzdem gerne früher gewusst, um noch früher darauf eingehen zu können, damit handeln zu können. Und die siebte Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass es nicht nur um mich geht. Das war so ein Riesending. Ist wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ich dann zu den Zeiten sehr bedürftig war. Also meine Bedürfnisse waren einfach noch überhaupt nicht erfüllt. Deswegen habe ich halt nur an mich gedacht. Aber das Leben ist deutlich leichter, wenn man mehr kooperiert. Und das ist eine Sache, die ich sehr gerne früher gewusst hätte, wobei ich das Gefühl habe, man muss auch erst einen gewissen Punkt erreicht haben, um diese Erkenntnis dann zu haben. Also ich hatte diese Erkenntnis damals nicht,
Aber ich konnte sie damals auch nicht wirklich haben. Die Umstände haben das gar nicht so richtig zugelassen. Ich musste eben erst noch gewisse Bedürfnisse erfüllen, um an den Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, okay, ich bin erstmal in einer gewissen Fülle und jetzt kann ich mich auch um andere kümmern. Weil es ist super, wenn man sich um andere kümmert, aber zuerst solltest du in eigener Fülle leben. Zuerst solltest du dich komplett um dich kümmern, dann kannst du andere Leute unterstützen. Das ist zum Beispiel das, was tendenziell Frauen eher oft falsch machen, dass sie sich kaum um sich kümmern, sondern nur um andere. Und irgendwann sind sie dann super unglücklich, weil sie halt sich nie um sich selbst gekümmert haben oder sich selbst immer zurückgestellt haben. Das machen Frauen eher als Männer. Gibt natürlich auch Männer, die das machen. Genau, das hätte ich gerne früher gewusst, aber wie gesagt, ich vermute, es passt schon zu diesem Zeitpunkt, wo es jetzt langsam auftaucht. Um es mal zu ranken, Nummer 1 wäre sicherlich, das ist echt schwer, aber Nummer 1 wäre, das ist so schwer. Nummer 1 wäre gesunde Ernährung. Nummer 2 wäre das Internet-Ding. Nummer 3 wäre, wie wichtig es ist, dass man durch Widerstände geht, Komfortzone verlässt. Nummer 4 wäre richtiger Umgang mit Emotionen. Nummer 5, also von der Reihenfolge der Wichtigkeit her. Nummer 5 wäre... mein Frauenwissen. Nummer 6 wäre, dass es niemanden draußen gibt, der dir den Plan mitgeben kann. Du musst ihn selbst finden. Und Nummer 7, das steht hier auch bei mir als Nummer 7, ist, dass es halt nicht nur um mich geht, weil ich das Gefühl habe, das passt jetzt in meine Entwicklungsstufe ganz gut rein und wäre vielleicht früher auch gar nicht so richtig angemessen gewesen. Das sind die 7 Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte in meinem Leben. Jetzt bin ich gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare, was du gerne früher in deinem Leben gewusst hättest. Kannst mir auch so eine 1 bis 7 oder 1 bis 10 oder 1 bis 3 Liste machen, wie es für dich passt. Und dann, geil, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, in der wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellen, wie du in den nächsten 3 Monaten massiv viele Frauen kennenlernen, verführen und auch dann am Ende behalten in einer Beziehung kannst. Diesen Plan erstellen wir in einer kostenlosen Beratungssession. Unten rechts geht's zu dem Emotionsvideo. Das habe ich eben nochmal empfohlen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt an. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.